Wie das Auto unterliegen Stapler und Arbeitskorb einer jährlichen Überprüfung. Diese darf nur von akkreditierten Prüfstellen, Ziviltechnikern oder Servicediensten durchgeführt werden. Exklusiv für diesen Film durften wir bei einem Serviceunternehmen einen Blick hinter die Kulissen werfen und wir baten den Geschäftsführer, einige Worte zum Thema Pickau zu sagen. Zeiss Forklift Center ist spezialisiert auf Hebefahrzeugen, wie zum Beispiel Frontstapler, Seitenstapler, Lagertechnik, Containerstapler, Diesel, Elektro- oder Gasantrieb. Diese Fahrzeuge unterliegen einer jährlichen Überprüfung laut ÖNORM 9801, die wir dem Kunden anbieten. Der Betreiber ist verpflichtet, nach dem Arbeitsschutzgesetz diese in Auftrag zu geben oder in einer innerbetrieblichen Organisation diese durchführen zu lassen. Es werden die Hauptgruppen Hebeeinrichtung, das sind die Gabelzinken sowie die Hubketten auf Verschleiß und Zustand geprüft und unterliegen einer Mindestanforderung. Sollten diese unterschritten werden, müsste das Fahrzeug außer Betrieb gestellt werden. Auch wird der Gesamtzustand des Fahrzeuges geprüft, wie zum Beispiel Reifenzustand, Beleuchtung, Fahrersicherheitseinrichtungen wie Gurt, Bremsenzustand und vieles mehr. Wenn alle Prüfungen positiv abgeschlossen sind, wird eine Prüfplakette an das Fahrzeug gut ersichtlich für den Bediener angebracht und im Prüfbuch festgehalten. Sollten Mängel ersichtlich sein, die keine weiteren Einsatz des Fahrzeuges erlauben, wird unsererseits ein Zwei-Blankettensystem verwendet. Damit ist der Kunde aufgefordert, die Mängel zu beheben, bis die gültige zweite Blankette mit einer jährlichen Laufzeit angebracht wird.